hang da irgendwie auch mit drin. Hunkerla und die Augen des Ödipus. 18. März, SF1. Meine Damen und Herren, Victor Jacobo und Mike Müller. Danke, Victor. Merci. Vielen Dank. Ja. Vielen, vielen Dank. Und aus Willisau, Kanton Luzern. Fräulein de Capo. Vielen Dank. Heute hat ja das Schweizer Volk gesprochen. Und wir möchten uns an dieser Stelle auch beim Schweizer Volk bedanken, dass sie die 6-Wochen-Ferie abgelehnt haben. Weil, wenn das angekommen wäre, hätten wir im Sommer brutal müssen kürzen, unsere Ferien. Ja. Also, die Initiative ist nicht zuletzt darum angenommen worden, weil die, die eigentlich hätten wollen, ja stimmen, sind im Moment gerade in der Ferien gewesen. angenommen worden ist die Zweitwohnungsinitiative eher ein Problem der Bergregionen an sich. Weil in Zürich hast du schon Schwierigkeiten, eine Erstwohnung zu finden. Oder? Aber müssen wir den Kampf gegen die kalten Betten nicht jeden oben neu ausfechten? Ja, aber wenn wir doch ehrlich sind, Mike, ist nicht das Bündnerland für uns eine einzige grosse Zweitwohnung? Also, übrigens, die Leute, die jetzt haben wollen, im Bündnerland eine Zweitwohnung bauen, die müssen sich natürlich jetzt ein bisschen umorientieren. Die können jetzt da anstelle von der Zweitwohnung in Zürich eine Sexbox bauen. Ja. Das ist ja jetzt. Ist das Schacho, gell? Das ist Schacho. Ah, also, jetzt genau. Alle Kreise haben es angenommen, außer Altstädten. Ja, außer Altstädten natürlich, dort sind die Sexboxen. Das ist ja klar. Alle anderen rundherum haben Freude. Nur für Prostituierte ist das ein schwarzer Tag, vor allem für Prostituierte, die Platzangst haben. Ja. Denen gilt ein bisschen unser Mitleid. Ja. Was ist noch? Wir haben jetzt ja, wir haben natürlich sowieso eigentlich mit dem ein bisschen wenig zu mit diesen Sexboxen, weil wir haben ja im Kanton Zürich jetzt das allererste Gebiet, wie dumm, wo das hat, einen Männerbeauftragten. Das betrifft dich nicht, Irene, gell? Das tut uns leid, da haben wir selber nicht. Aber sag mal, was ist, was ja, wir haben uns gefragt, was der wirklich macht, oder, der Männerbeauftragte. Was ist dem sein Job wirklich? Ja, also das kann ich mir gut vorstellen, was dem sein Job wäre. Das ist einer der wenigen, der in eine Frauenparty darf. Sexistisch. Nein. Der tut so die Wirtschaft und die Verwaltung so ein bisschen sensibilisieren mit Teilzeitmodellen und so weiter. Es ist eher eine symbolische Aufgabe, oder? Die der Männer beauftragt hat. Also ähnlich wie der Böck am 60 Leute vom Kanton Zürich. Einfach, dass er dann nicht explodiert am Schluss. Mhm. Männerbeauftragte ist auch nicht ein glücklicher Name. Männerbeauftragende wäre besser gewesen. Oder Männerauftraggebende Person. Mhm. Oder? Also, weißt du, ich fände es. Ich wüsste schon eine Aufgabe, was der hätte, den Männerbeauftragte. Oder? Als erstes müsste er mal den Autosalon von Genf auf Zürich holen, finde ich. Da würde vielen Männern eben viel Gutes tun. Und ich frage mich einfach auch, was so einer verdient. Der verdient doch sicher wahnsinnig gut, oder? Der verdient super, sonst können Sie eine Frau machen. Ja, genau. Ja, logisch. Logisch. Dann haben wir von einem Gericht erfahren, wo viele von uns gar nicht gewusst haben, dass das existiert. Nämlich das Bundesverwaltungsgericht hat ja entschieden vor ein paar Tagen, dass man das AKW Mühleberg 2013 vom Netz nehmen, nicht nur vom Netz nehmen, sondern überhaupt abschalten. Oder? Abschalten. Und das sind jetzt eigentlich ja die Demonstrationen, die heute stattgefunden haben, also der Menschenstrom. Ums AKW eigentlich überflüssig wurde. Die haben denen ein bisschen die Show gestohlen, stimmt ja, das? Ja, weißt du, es ist natürlich einfacher, ein AKW abzuschalten, als einen Menschenstrom abzuschalten, oder? Stimmt, und die Demonstration hat es auch sehr schwierig gehabt heute in Mühleberg. Die haben ja mit Finken müssen ganz säuferlich auftappeln, oder? Ja, keine Erschütterungen machen in Mühleberg. Warum? Weil sonst die Risse im AKW noch grösser werden, ja, oder? Das ist ein Problem. Gefährlicher nur zum Demonstrieren, oder?
Also das Verwaltungsgericht, das muss jetzt ja umziehen, oder? Das muss ja, das ist ja bis jetzt in Bern domiziliert gewesen, zügelt jetzt auf St. Gallen. Ja. Die werden gedacht haben, bevor wir von dort weggehen, bremsen wir diesen Berner noch einen ein. Also wir müssen uns jetzt sowieso ein bisschen umorientieren, was Atomenergie anbetrifft, oder? Wir müssen uns bewusst sein, wenn wir in Zukunft abhängig sein vom Ausland und Strom beziehen? Oder wenn wir weiterhin wie bis jetzt abhängig sein vom Ausland und Uran beziehen? Ja. Das ist die grosse Frage, die mich jetzt... Also, was mich einfach wundert, ist, warum erst ab 2013 nicht, ist das AKW Mühleberg, jetzt ist es noch sicher, und plötzlich, per Gerichtsbeschluss, ist es dann 2013 unsicher. Ja, dann verjagt es wahrscheinlich irgendwie so. Der geht's über. Mir kommt es ein bisschen so ein bisschen vor, wie wenn ich meinen Kühlschrank aufmache, einen Joghurt rausnehme und dort hat es schon Schimmel drauf. Und dann denke ich, eigentlich kann man es nicht mehr essen, aber ich rühre es erst 2013 fort. Das hat etwas, weißt du, das AKW Mühleberg ist natürlich ein ganz altes AKW, oder? Mm. Wenn man das mal von nahem anschaut, muss man sagen, das ist technisch gar nicht so einfach. Aber heimelig dafür. Es ist heimelig, ja. Oder? Aber ich meine, so ein Rückbau, das dauert Jahre, wenn nicht Jahrzehnte. Ich frage mich, ob echt nicht ein Kernschmelze hier der einfacher Weg wäre. Ja. Oder Raiffeisen übernimmt Mühleberg. Das ist immer eine Lösung. Mm, ja. Das Bundesverwaltungsgericht, das ist ja ein Schweizer Gericht, oder? Ein eigenes Gericht. Also nicht fremde Richter haben jetzt da mal entschieden. Nein. Nicht die meisten Leute oder einzelne Parteien haben ja vor allem Angst vor fremden Richtern. Nicht? Die SVP zum Beispiel, die haben vielleicht eine strategische Fehlentscheidung getroffen im letzten Herbst, wo sie gesagt haben, wir setzen alles dran, in Ständerat. Oder? Sie hätten vielleicht eher zum Sturm aufs Bundesverwaltungsgericht müssen ansetzen. Das wäre wahrscheinlich effizienter gewesen. Also wenn jetzt Mühleberg abgeschaltet wird im 2013, mhm. Überlegt mal, dann haben wir gleich viel AKW wie Minarett in der Schweiz. Das ist verrückt! Und die Weltwoche wird natürlich in nächster Zeit die Frau vom Präsidenten vom Bundesverwaltungsgericht ganz genau beobachten, ob sie nicht privat von Mühleberg Wechselstrom bezogen hat. Mhm. Mhm. Und wenn das rauskommt, dann ist es nicht mehr los. Nein, nein. Aber wie läuft das jetzt praktisch ab? Also ich meine, angenommen, die sagen sich dort bei dem AKW, wir lassen das einfach laufen, wie sollen die anderen das uns abstellen? Oder wie kommt denn da? Kommt da ein Streifenwagen an, geht Leute und sagt, wir müssen die Brennstäbe konfiszieren. Ja. Ne? Und dann nehmen sie es mit auf den Posten und weil sie ein bisschen heiß sind, tun sie es in den Kühlschrank hier. Ne? Nein, das müssen sie natürlich in den Sammelstall bringen, die Brennstäbe. Ah, natürlich. Oder musst du natürlich nicht beim Weissblech reinfallen. Nein. Oder beim Braunglas. Musst du schon richtig aufdrücken. Das muss man trennen. Das muss man trennen. Übrigens, aber trennen, das gibt ein Problem mit den katholischen Kirchen, oder? Dürfen dann die getrennten Sachen dort, dürfen die noch das Sakrament? Oder die Trennung ist ja noch nicht geschieden. Ja, da musst du jetzt also kirchenrechtlich genau bleiben. Nicht? Mhm. Es sind ja die Geschiedenen, die wieder verheiratet sind. Ah. Die nach weitaus 100 dermassen so ja. Grauenhaft, grauenhafte Leute sind das. Also gut, wie auch immer, wir sind ein bisschen vom Thema abgekommen. Ja. Wie auch immer, man muss ja das ganze AKW jetzt auf Null runterfahren. Das weiss man noch nicht so genau, wie man das macht. Da hat man die technischen Vorgaben nicht so. Ich würde vorschlagen, man gibt das ganze AKW am Chagayev, der weiss, wie das geht. Oder? Ja, weißt du, das AKW muss zuerst 5 Jahre auskühlen, oder? Das ist wie bei dem Commodore C64. Den muss ich auch, wenn du ihn abstellst, 5 Jahre auskühlen. Mike, ich finde das nicht so lustig, da mache ich keinen Witz drüber, weil ich habe letztens bei meiner Festplatte eine Kernschmelze gehabt. Ja. Also, ja, finde ich jetzt gar nicht komisch, gut. Gar nicht. Also, anderes Thema. Die Woche hat die Schweizerische Nationalbank den Gewinn für 2011 bekannt gegeben. 13,5 Milliarden Franken. Was? Nur? Ja, und darum ist es richtig, dass man den Hildebrand zum Teufel gejagt hat. Richtig. Lumpige 13,5 Milliarden Franken. So ein lausiges Ergebnis, sei. Come on. Also Nationalbank. Nationalbank. Ja. Nein, also. Wir müssen mal auf den Zunge runterkommen. Ein lausiges Ergebnis. Die Nationalbank war ja selber überrascht von diesem Resultat, weil sie wegen den Untersuchungen in den letzten Monaten nie Zeit hatten, den Kontostand anzuschauen. Ja, aber komm, wir gehen weg von der Nationalbank, wir kommen zu den Grossbanken oder zumindest zu einer von denen, also genauer gesagt zu CS und Raiffeisen. Die beiden Banken, die wollen ja nicht nur wie bis jetzt die bürgerlichen Parteien ein bisschen sponsern, sondern sie wollen auch
die Sozialdemokraten und die Linken unterstützen. Und die haben ein bisschen Probleme mit dem schmutzigen Geld. Herr Löbro, schön, dass du von der SP Zeit gehabt und schnell vorbeikommen seid. Ah, ist kein Problem, ist gern geschehen. Grüß dich, Herr... Summerhalder, ich bin von der Grünen Vogtale. Ja, das habe ich noch. Also, meine Herren, nachdem sich die Raiffeisenbank und CS entschlossen haben, die sozialdemokratische und die grüne Partei zu sponsern, wird unser Institut nicht abseits schon und euren Parteien ebenfalls eine Kleinigkeit dazukommen. Meine Herren? Moment mal. Sponsoring können wir nicht akzeptieren. Wir nehmen vielleicht eine Spende, aber ohne Bedingungen. Lieber ist uns eine Parteienfinanzierung durch den Staat. Da sind wir uns einig. Wenn wir hops gehen, haben wir eine Bankenfinanzierung auch lieber durch den Staat. Kleiner Scherz. Haben Sie auch Wasser ohne Kohlensäure? Nein, wir trinken kein Abgeschandungswasser. Also, uns ist natürlich vollkommen klar, dass die Parteispenden ohne jegliche Bedingungen überwiesen werden. Wenn ihr trotzdem gelegentlich ein bisschen in unserem Sinn stimmt, dann sind wir natürlich auch nicht böse. Das versteht ihr? Ich habe mich noch nicht entschieden. Und bevor ich nicht mit Frau Genossin Susanne Leutenegger Oberholzer gesprochen habe... Die Kohlensäure macht halt einfach das Wasser aggressiv. Und das ist ganz schlecht für die Entschlackung der Magen-Darm-Aura. Können wir bitte beim Thema bleiben? Wieso ist eigentlich der da und nicht der Uli Leuenberger von den richtigen Grünen? Die haben eben gesagt, solange es nicht klar ist, wer neuer Präsident wird, können sie sich nicht entscheiden. Und das ist auch ganz verzeihlich. Also, nehmen wir jetzt die Parteibonus, die Parteiförderung an. Ich muss das zuerst in der Partei diskutieren. Und unsere Bankenspezialistin Frau Leutenegger-Oberholzer muss Zeit haben, das zu analysieren. Papperlapapp! Nehmen wir das. Das fördert die Diskussion. Gut, ich nehme das vorläufig an, damit Genossin Leutenegger-Oberholzer zuerst feststellen kann, ob das wirklich Weißgeld ist. Auf Wiedersehen. Herr Löwra, schönen Tag. Also, ich kann das nur akzeptieren, wenn das rechtsdrehendes Kapital ist, das vom Solarplexus die Schwingungen aufnimmt. Wir von der grünfruktalen Partei haben eben keinen Parteipräsident, weil bei uns das Stirnchakra direkt ins Nabelchakra ausstrahlt. Herr Sommerhalder, sag mal, wie gross ist die grünfruktale Partei und eure Fraktion eigentlich? Also, wir messen uns nicht in Personen oder Parlamentarier. Unsere Parteiaura ist von so einer grossen Naturkraft, dass sie sich direkt ins Hauptzentrum der Energie vom Mensch... In dem Fall ist der Parteibonus hier links drehend. Und das ist ja für euch und uns nicht gut. Ich wünsche euch einen schönen Tag, wie Herr Sommerhalder. Seid so gut. Eine komplizierte Bande. Früher hat man den Freisinnigen eine Million vor den Nats geknallt und es ist gelaufen wie geschmiert. Pass mal, das ist eine schöne Perücke. Ja. Also wir müssen natürlich ein bisschen gerecht bleiben. Nicht alle Freisinnigen nehmen einfach Geld von den Banken. Doris Fiala hat gesagt, sie will kein Bankengeld, sie kommen genug von der Aidshilfe über. Und eigentlich ist es ja heute so, dass Banken viel transparenter und offener sind, was Parteispenden anbelangt, als die bürgerlichen Parteien. Ja, sie ist legen es so? Jetzt offen. Ja, sie legen es offen. Bei der SP ist jetzt natürlich die Frage, ob die SP das Kapital, das sie braucht für die Überwindung des Kapitalismus? Ja. Oder schlicht sich das Kapital von hinten an und schlägt zurück und kauft die SP? Also gut, das müssen Sie natürlich sicher ein bisschen so Zeug überlegen. Und ich meine, wenn man so ein bescheuertes Logo hat als Partei, oder, dann müssen Sie natürlich auch an das Motto denken, wer Ja sagt, sagt auch merci vielmals. Ja. Und das müssen Sie nicht wahrscheinlich, oder? Absolut. Also Sie haben jedenfalls gesagt, Sie lösen sich da nicht bedrängen von den Banken, Sie bleiben souverän. Eventuell nehmen Sie das Geld an, aber bei der Übergabe werden Sie keine Krawatte tragen. Das sind sie einfach radikale Sachen. Gut, wenigstens heißen sie im Gegensatz zu unseren Sponsoren. Ja, das ist richtig. Also ganz linke puristische Kreise sagen natürlich, es ist sehr heikel, von den Banken schmutziges Geld zu nehmen. Sie sagen natürlich, eigentlich sei es so heikel für einen Staat, schmutziges Steuergeld von diesen Banken anzunehmen. Und nachher einen Staat schmutzige Strassen, schmutzige Kindergärten und schmutzige Theaterbauten mit. Also von den Grünen wundert mich das sowieso ein bisschen. Ich meine, sie haben ja gerne
Produkt direkt vom Produzent, nicht direkt vom Hof. Ich meine, da hätten sie das Geld direkt von der Bank. Ja. Gut, vielleicht sind sie ein bisschen irritiert, weil es ist natürlich dann kein Fairtrade-Geld, oder? Nein. Also kein Max Havelaar-Kapital, oder? Und da haben sie wahrscheinlich ein bisschen Mühe damit. Also, du, der Gary Müller wäre doch froh um das Geld, der könnte doch das direkt der Hamas weiterleiten. Ja. Ne? Weißt du, könnte man so viel Gutes tun? Die Piratenpartei hat ein kleines Problem. Sie haben gesagt, sie würden das Geld gerne nehmen, aber aus Imagegründen werden sie die Erlaubnis von der Bank, dass sie sich die Parteispende mit einem Überfall holen können. Würden besser passen. Ja, ja. Besser. Gut, in den nächsten Tagen soll es offenbar Frühling werden. Dazu haben wir nichts zu sagen, aber das Fräulein da Capo. Sie flanieren im Mini umeinander und zeigen ihre Fleischkäsebeine. Im Frühling sind Fleischkäsebeine-Mädchen nicht lange vorbei. Tragen Moskau-Shirts, paar Nummern klein. Angestrengt ziehen sie ihre Winterbücher. Ja, la, 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 la. Und Moskau-Shirt-Buben spazieren überall umeinander. Im Frühling nimmt ein paar extrem World Content. Ausgezeichnet mit dem Great Place to Work Award. Giacomo Müller. Late Sponsoring Public. Because shit happens. Ja, ihr wisst, wir haben nach wie vor keinen Sponsor. Und wir wollen uns darum da direkt gerade mal an CS und an die Raiffeisen wenden. Also wenn jetzt die Grünen und die SP nicht wollen, nicht, wir würden die Köln nehmen. Weil wir sind nämlich gar nicht so wirtschaftsfindlich, wie man immer meint. Wir würden auch auf Bedingungen eingehen. Ja, und so. Genau, wir sind Market-Junkies. Haben wir schon jemals etwas Schlechtes gegen Banken zu tun? Nie. Und Marken, wir sind Markenfetischisten. Fashion Victims. Lufthansa, Swiss, IKEA, Ferrari, Fielmann, FIFA, Formel 1, Espresso, Novartis, PostFinance, Subaru, Swiss Re, Lind und Sparungli, Alpic, Benissimo, Cisalpino, SBB, Gocchi. Gocchi. Pepsi, Cola. Oder besser gesagt, Saab. iPhone, Grippen. Implenia. Greenpeace. Osama Bin Laden. Transocean. Glencore. VW, Tamoil. YouTube, Milky Way. Postauto. Mercedes. Mercedes, Renault. Mowak, Mitsubishi. Pendolino. Apple. Commodore. Apple, Commodore. Apple. Commodore C64. Apple. Commodore. Und ein Android. Na bitte! Ja. Ja. Also ein Märchen serviert. Ja, Märchen bei der Wirtschaft kann man ja gar nicht sein. Weißt du, was noch gut zu uns würde passen? Giacomo Müller, General Motors, GM. Ja, natürlich. Autosalon. Ja, Autosalon. Ja, Autosalon. Übrigens, Autosalon wird von der SVP gesponsert. Seht ihr da hinten das Logo?
Genau. Also wir sind ja eine von den wenigen Leute, die nicht dort unten sind. Wir müssten halt dort runter neben das Auto anstehen und Werbung machen dafür. Wieso machen wir das nicht? Ich weiß es nicht, weil wir hier festsitzen. Ja, wir sitzen fest. Aber wir sind bereits bei der Rubrik «Kleine Tricks». Und begrüßt bitte unseren heutigen Kandidaten. Ich heiße Victor, wie heisst du? Ich bin Aurelio. Und woher bist du? Ich wohne in Zürich. Und was machst du uns für einen kleinen Trick? Ich tue nüsse wie der Donald Duck. Nüsse wie der Donald Duck. Bitte sehr. Ja, bitte. Und Sie stehen offenbar auf den Donald Duck. Also wenn jetzt Donald Duck so einen Applaus bekommen hat, was würde er sagen? Super, super, danke vielmals, der Aurelio aus Zürich. Oh, sagenhaft. Wenn man in der Schweiz in Zukunft beim Kiffen verwünscht wird, gibt es nicht mehr Anzeige, sondern nur noch einen Buß von 200 Franken. Moment mal, und wenn man nicht inhaliert? Victor, du bist kein Kiffer, gell? Doch, natürlich. Heavy Kiffer. Aber ich inhaliere einfach nicht. Aha, okay. Es fährt mir auch nicht so ein, es wundert mich immer ein bisschen. Jetzt, es gibt natürlich eine kleine Einschränkung. Die 200 Franken Buß bekommt man nur, wenn man maximal 10 Gramm bei sich hat, oder? Also für einen Eigengebrauch. Und wenn man jetzt verwünscht wird von einem Polizist und 10 Gramm bei sich hat, dann muss man die 10 Gramm oben runter kutten, zum Beweis, dass es Eigengebrauch ist. Aber ja, nicht am Polizist auch eins anbieten. Nein. Es werden Beamte bestechen, ja, oder so etwas. Ja. Also, was übrigens noch eine schöne Meldung. Ich meine, es ist ja klar, es sind nicht alle Promis, wie man vorher gesagt hat, am Automobilsalon. Es gibt eine, die gar nicht dort ist, sondern an einem anderen Ort, nämlich Xenia Giumiceva. Die ist offenbar jetzt Moderatorin geworden in Italien von einer Wirtschaftssendung. Ja. Und diese Wirtschaftssendung, die heisst «L'Italia che funziona». Auf Deutsch «Das funktionierende Italien». Gibt sehr eine kurze Sendung. Genau. Dann kommen wir jetzt aber endlich zu unserem Gast, unserem künstlerischen Gast. Es ist der Michel Gammenthaler. Und bei ihm freut man sich ja immer wieder, wenn er zu einer Tournee aufbricht, was er nächstens auch wird machen. Wer darf ihn auf seiner jährlichen Tournee begleiten? Letzte hat der Katz aus dem Sack gelassen und hat gesagt, ihn begleitet in diesem Jahr auf seiner Tournee der Zirkus Knie. Begrüßt bitte den Michel Gammenthaler. Hey, los mal. Ich meine, du als Komiker und Zauberer, was machst du im Zirkus? Lass einen Elefant verschwinden? Sehr lustig. Also, das kannst du vergessen, weil das kannst du einfach nicht proben. Also. Natürlich kann man das proben. Der Mike würde sich zur Verfügung stellen. Der Victor könnte es doch selber machen. Nein, der Victor könnte es nicht machen, weil im Knie haben sie die asiatischen Elefanten, das sind die mit den kleinen Ohren. Okay. Das ist der Michel Gammenthaler gewesen, danke schön. Nein, natürlich nicht Michel, nein. Ist wieder gut. Ja. Also, es geht wirklich nicht. Es ist, also, ich hätte es gerne gemacht, ich hätte gerne einen Elefanten verschwinden lassen. Es ist einfach so, dieses Jahr hat der Knie in der Manege 3 Elefanten dabei. Die Premiere ist in Rapperswil am 22. März. Und wenn ich jeden Abend einen lasse verschwinden, sind wir am 25. ausgeschossen. Und dann kommt der Franco Knie und sagt, Gott, verdammt, Gammenthaler, hörst auf, weißt du, was die kostet? Und kommt noch dazu, Elefanten sind ja Rudelschwarm. Herdentier. Bei denen wird Familie gross geschrieben. Also gut, Familie wird eh immer gross geschrieben, ist ja das Hauptwort. Und
Nein, die werden auch unruhig, wenn sie getrennt werden. Die sind auch gespürig. Das sind so gespürige Tiere. Die wissen zum Beispiel auch haargenau, wann Abreisetag ist. Ich weiss nicht, wie die das machen, wie die ihre Kalender synken. Die merken das. Oder wenn jetzt der letzte Spieltag ist an einer Station, dann wissen die haargenau, wir gehen rein, machen unser Nümmerli, nachher kaum sind wir aus der Manege, hauen wir es auf den Wagen und ab geht's. Oder? Und wenn dann eine von diesen Elefantendamen fehlt, dann sagen die anderen zwei, hey, wo ist sie? Und also, hey, wo ist sie? Nein, und dann, wenn eine fehlt, dann drehen die anderen zwei durch, müssen in Therapie und dann wären wir schon am 23. ausgeschossen. Oder? Und also, ich hätte es gerne gemacht. Das war das Erste, was ich gedacht habe, ich lasse einen Elefant verschwinden. Ich habe auch eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Bei einem Illusionenbauer. Und der hat mir ein Modell gebaut. Und an dem sieht man recht schnell, warum dass es nicht geht, wo das Problem sind bei einem Elefantenverschwinden im Zirkus. Normalerweise finden nämlich Illusionen auf einem Bühnenboden statt. Darum da der erste Teil von meiner Modellgeschichte ist ein Bühnenboden. Der kommt jetzt ein bisschen Fachjargon. Das heisst beim Bühnenbauer nicht einfach nur ein Bühnenboden, sondern ein Bübo. Das ist aber ein spezieller Bübo. Der hat nämlich da noch ein Fallloch, ein sogenanntes Fallloch. Und das führt zu einem Keifer, einem Keimversteck. Also das heisst, während der Vorführung die Elefanten die Elefantendame Elda geht via Bübo durchs Fallo ins Keifer. Das ist etwas, das natürlich normalerweise am verehrten Publikum verborgen bleibt. Gut, man kann ja auch nicht einfach so vor den Augen vom Verpu Elda via Bübo durchs Fallo ins Keifer schicken. Das kann man nicht. Eben. Und darum wird das Ganze ein bisschen kaschiert mit zwei solchen Wändchen. Also da hat es mal Rüva, Rückwand. Dann hat es Frova, Frontwand und Loga. Los geht's. Offiziell geht die Elefantendame, die Elda, einfach zwischen Frova und Rüva, aber keimerweise schlüpft sie sofort durchs Fallo ins Keifer. Das weiss das Verpu aber nicht. Jetzt schnippt der Grosszauberer mit dem Finger, zack, Frova weg, Rüva weg, Elda weg und Verpu platt. Aber in einer Manege gibt es nie ein Bübo und schon gar kein Fallo, darum auch keine Gelegenheit für ein Keifer. Und darum kann man so einen Trick im Knie von Anfang an vergessen. Voilà. Merci mal, guten Abend. Michel Dammetaler, nächstes Unternehmen mit dem Zirkus Knie. Super. Übrigens, Mike, weißt du, dass es irgendwann in Zukunft oder in nächster Zukunft, glaube ich, bei der SBB wird Starbucks-Kaffee geben? Habe ich gehört. Ja. Da tönt sich also die zwei Firmen zusammen, die die längsten Warteschlangen haben. Und es wird dort natürlich so sein, dass es nicht mehr einfach Erstklass-Billett gibt oder Zweiklass-Billett. Nein, es gibt das Billett Tal und das Billett Grande. Nicht? Du musst aber den Kaffee auch richtig bestellen, oder? Du musst dann sagen, ich hätte gerne ein Double Decaf Macchiato Extra Shot Halbtags. Ja, wenn du das Halbtags hast, natürlich. Nein, oder? Und wenn du das bestellst, musst du schauen, dass du das schon in St. Gallen bestellst, weil damit dann den Kaffee in Genf überkommst. Oder? Das ist ein bisschen ein Nachteil, wo man ein bisschen muss. Und dann, es gibt Vorteile. Es gibt Vorteile mit dieser Regelung. Oder zum Beispiel im Hauptbahnhof Zürich. Oder die Arbeiter, die unter den Gleisen arbeiten, wenn dort etwas Braunes runtertropft, sagen sie, ah, nur Kaffee. Du, Starbucks wäre doch ein super Sponsor für uns. Ja, yes, das wäre. Wobei, das ist eine amerikanische Multi. Amerikanische Firma. Ja, die haben Vietnamkrieg. Ja, die essen nur Hamburger, ja, die Amis. Ja, ja, ja. Es hat übrigens eine Neuerung noch gegeben im Fernsehen, im Schweizer Fernsehen, nämlich es sind sogenannte Doppelmoderationen sind eingeführt worden. Ich weiß nicht, habt ihr das gesehen? Glanz und Gloria, da hat es Prominente, die dort kommen, gucken, mit Ersatzmoderationen. Die einen sind Doppelmoderatoren, die anderen machen das einfach so als Ersatz. Und die Idee von einer Ersatzmoderation, die hat um sich gegriffen im Schweizer Fernsehen, auch andere Sendungen machen das jetzt. Als Gastmoderator habe ich zum Thema Humanismus gestern, heute und morgen meinen guten Freund und Humanisten Benno Stark eingeladen. Guten Abend.
Oh nein, Hochdeutsch. Ja. Guten Abend. Als Taxler haben Sie doch sehr viel mit Menschen zu tun. Stimmt so, da habe ich recht? Taxiunternehmen? Ja, ja, zwei Autos. Ja, ja. Was ist denn so Ihre Philosophie mit den Menschen und dem Taxi? Das kann man doch durchaus auch philosophisch betrachten. Auf jeden Fall. Benno, Hochdeutsch. Ja. Also die Leute kommen in das Taxi und betreten eine völlig neue Welt. Da ist auf einmal das Taxameter, also eine ökonomische Betrachtungsweise der Wirklichkeit. Ja, genau. Das Taxi als Metapheron für die Welt mit einer Klimaanlage, wo ja auch die Welt sich im Klima sich ändert. Ja, mit einem Pollenfilter, der zusätzlich die schädlichen Stoffe der Außenwelt vor dem Eindringen in das Wageninnere hindert, quasi ein Intubus Interruptus des Weltgeistes. Ja. Wie der berühmte Philosoph Sam Tocqueville schon immer gesagt hat. Den kann ich jetzt aber nicht. Mal, der, der da mal Kladeli gehabt hat, dem Krokodil. Ja, der, der offene Beine hat, ja, muss ihm den Scheich abnehmen müssen. Ja. Und nachher ist die Frau noch mit dem Spanier davon. Auf jeden Fall das Überwinden von Raum und Zeit im Taxi. Du gibt es echt nur Wasser da. Nein, komm noch nicht mehr. Geht auf mich. Amelix, die Welt als Taxi, nicht? Das Ineinanderfließen von Sein und Zeit am Beispiel Taxistandplatz am HB. Gute Frage. Ich kann ja gar keine Frage stellen. Du musst nicht warten, bis ich eine Frage stelle. Das hier ist ein philosophischer Diskurs. Ja, so, ich habe da durchaus einen spannenden Gedanken. Mach es wie die Sonnenuhr, zählt die Heiten und Stunden nur. Ja. Damit schließen wir die Debatte ganz auch im philosophischen Sinne. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Ich habe noch einen, aber kann ich ausnahmsweise auf Schweizerdeutsch. Ja, solange es keine Konzessionsverletzung ist. Nein. Beim Essen vorne liegen, beim Trinken hinten liegen und beim Arbeiten auf die Seite stehen. Ja, das ist die These. Da habe ich jetzt noch die Antithese. Also dialektisch heisst es so: Idiot und Löhli sind Geschwister und der Double Kriegsminister. Vielen Dank, merci Benno. So viel zu der Philosophie. Ja. Wir bleiben aber gerade in der Wissenschaft, nämlich wir kommen zum Thema Medizin. Da hat es eine Innovation gegeben, nämlich es sind jetzt offenbar Medikamente produziert worden, die drin einen Chip haben. Das heisst, wenn man das Medikament nimmt, sagt der Chip nachher am Arzt, dass man das Medikament genommen hat und wenn es die letzte Kapsel war, oder dass er weiter den Nachschub liefern kann. Das gibt allerdings ein paar Probleme, und zwar ein bisschen Datenschutzprobleme. Oder? Ich weiss nicht, ob ich das jetzt will, dass jetzt so eine Tablette in den Körper geht mit einem Chip und einfach am Arzt erzählt, wie es da innen aussieht, oder? Also ich will einfach nicht, dass irgendwie so ein Chip SMS aus meinem Darmausgang verschickt. Oder? Vielleicht noch als falsche Natter. Ja, natürlich. Wobei, klar, ja. Auf diesen Packungen steht ganz klar, zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Mobilfunkbetreiber. Ja. Und das Problem ist, ein bisschen, wenn du solches Zeug, so intelligente Tabletten nimmst mit so einem Chip, dann man darf nachher nicht mehr daheim aufs WC, oder? Weil das ist Elektroschrott. Ja. So Patienten müssen halt auf die Sammelstelle für die Gemeinde. Ja. Gerade neben dem Loch, wo das AKW eingeht, oder? Ja, das ist hure warm. Ja, das ist hure warm. Kannst du nicht verwechseln. Ja, ja. Also, man muss. Also die Tabletten, die tun ja dann manchmal auch so ein bisschen Zeug posten auf Facebook. Ja, ja, die haben. Die sind, das ist ja, natürlich. Und man muss natürlich schauen, wenn man die Tabletten auch nimmt, oder? Am besten ist, man nimmt es im Inland, weil im Ausland hast du dann Roaming-Kosten. Ja. Ja, die, oder? Aber es hat Vorteil, wenn die intelligenten Tabletten intelligenter sind als der Patient, dann übernehmen sie auch noch die Hirnfunktion von dem Patienten. Also übrigens, es gibt ja jetzt schon Medikamente, also zum Beispiel von Pfizer, wie heißt das? Viagra. Viagra, genau. Das kommuniziert ja jetzt schon. Dort ist einfach etwas anderes, das zeigt dann die Wirkung an mit einer freistehenden Antenne. Ja. Oder?
Dort weiss der Arzt also auch sofort, hat es gewirkt oder hat es nicht gewirkt. Auf jeden Fall, wenn der Daniel Vasella bei Novartis zurücktritt, dann übernimmt sein Job ein Intelligenzzäpfchen. Ja. Und das kostet weniger als er. Ja, aber das kannst sicher sein. Also, und wir kommen jetzt aber zu ein paar Gästen, weil wir fühlen uns ein bisschen allein hier an diesem Tisch. Unsere beiden Gäste sind Shootingstars aus dem Wallis. Sie sind nämlich Protagonisten von einer Soap oder von einer Sitcom, je nachdem, wie man es nennen will. Shooter heisst die. Das ist eine Sitcom, die nicht auf unserem Sender da gesendet wird, sondern auf unserem Schwestersender 20 Minuten online. Vielleicht habt ihr das schon gesehen. Wenn ihr das nicht gesehen habt, haben wir da ganz ein kleines Porträt. Shooter. In der Box. Tali, und wer ist der richtig? Ja, Box. Das ist mein Künstlername. Weißt du, ich bin hier bei der Erfolgsband Oberwalliser Futures. Du hast dich verhoben, ich bin der Box! Yes. Ich schnacke, weil wir ein bisschen cruisen downtown. Du bist der? Pirminovic, schön auf, kannst du mir heute Pirmin sagen. Was machst du beruflich? Ich bin selbstständig, ich habe das Top-Produkt. Kleine Quizfrage. Welche Farbe hängt von Pirmin Tunner Hose? Rot. Und das sind jetzt die Stars, der Box und der Pirmin von Shooter. Begrüßt bitte! Das war dein Hit, den das Fräulein der Capo angespielt hat. Box, gell? Pass auf, Rollstuhl. Box, du bist jetzt ja der grosse Star, der aus dem Wallis jetzt eigentlich schweizweit bekannt worden ist. Du hast wirklich die Szene aufgerollt. Du hast jetzt ja einen neuen Hit, der heisst «Ligging in the Vault». «Ligging in the Vault», ja. Das hat Fräulein vorher kurz angespielt. So, was ist deine Message mit dem Song? «Ligging in the Vault», was ist eigentlich für eine Sprache? Also, es geht vor allem darum, wenn ich so Texte schreibe und so mit den Futures, dann probiere ich einfach immer philosophisch tiefgründig zu gehen. Ja. Und der Song habe ich geschrieben, weil mein Kollege, der Smetterling, der ist im Wald angeschossen worden. Und ja, ich kann das wie immer verarbeiten, weißt du? Und da ist mir eigentlich das Thema sofort in den Sinn gekommen. Also ich habe so etwas probiert, wie, aber der Elton John hat damals so a candle in the wind, und ich habe so etwas Ähnliches einfach probiert, weil das hat mich schon damals inspiriert. Ja, ja. Und das heisst jetzt «Ligging in the wind», in the Wald. Ja. Ja, aber warte jetzt gleich mal, wieso lachen die Leute? Firmin, geht's? Du bist noch am Essen gewesen gerade, gell? Ja, ich Top-Buffet hinterher, also... Ja, bist du zufrieden gewesen? Ja. Firmin, bist du das erste Mal in Zürich? Nein. Nee. Nein, ich bin schon ein paar Mal hier gewesen. Also so Party und so, DJ und so, weißt du. Ja. Ja. Also ihr seid jetzt ja schweizweit. Ich meine, du bist als Rocksänger, du bist Sexsymbol. Moment. Ja, er hat offenbar eine Flasche Wein mitgebracht. Es tut mir leid, aber wenn es Wallis so wie ist. Prost! Wo sind wir stecken geblieben? Eben in der Rockszene. Du bist ja einer, der jetzt wirklich die Rockszene nicht nur einfach so nationwide aufgemischt hat, sondern du warst bei den Swiss Music Awards gewesen. Und hast dort, bist du, glaube ich, eingeladen gewesen oder so ähnlich. Oder? Jedenfalls, wir haben einen ganz kleinen Bericht darüber. Hey, Justin Bieber. Justin Bieber. Oh nein. Wer heißt der Sänger von Plüsch? Wer heißt der Sänger von Plüsch? Richie. Ich habe gerade vorher mit dem Justin Bieber verwandt. Nein, aber jetzt müssen wir was sagen. Hey. Weißt du das eigentlich? Du hast jetzt ja mit den Grossen von der Szene zu tun, oder? Gut, du kennst nicht alle jetzt beim Namen und so. Victoria. Hä? Was mit den Grossen? Das sind alles C-Promis und ich bin mir da richtig billig, oder? Das war nicht so meine Wahl. Aha. Weil, ja, was schaust du so komisch?
Nimmst du mich nicht ernst? Mama, 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 Bist du im Wallis schon ein Number One? Oder was gibt es noch? Gibt noch Michel Villa? Ja. Freisinger? Ja. Aber es geht eigentlich so. Also alle, die im Wallis bekannt sind, sind eher ein bisschen komische Vögel. Und, ja. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Ja. Das war Walliserdeutsch, oder? Birmin, komm, wir nehmen noch eins. Ja. Birmin, was mich würde interessieren, ihr Walliser, gell, untereinander versteht ihr euch schon, oder? Ja, wäre ein bisschen mehr mit dir. Ich weiß nicht, am Anfang habe ich gemeint, du redest irgendeine ganz andere Sprache, aber mittlerweile habe ich gecheckt, dass das irgendeine Art Deutsch ist. Ich ja. habe ein bisschen mehr, aber ich probiere es, zu verstehen. Also. Jetzt, du bist ein grosser Star, jetzt auch hier in dieser Sitcom, Shooter. Und du hast aber, glaube ich, noch einen anderen Job, oder? Du kannst nicht leben von dieser Sitcom. Als Schauspieler. Schauspieler, ich weiß nicht. Was machst du noch so? Ich weiß nicht, du sagst die ganze Zeit Schauspieler-Sitcom. Das ist real, das ist einfach alles real, was das wir da machen. Du. Ja, also gut, anders gefragt, du bist ja du bist ja dort quasi, also wie soll man sagen, Arzneimittel-Spezialist, oder? Ja, in Salgesch. Was ist so die Drogensituation? Im Talboden, im Wallis. Also die Situation ist, dass deine nächste Lieferung wahrscheinlich auf sich warten muss. Nein, so eine da übernehme ich glaube Mike, ja. Gell? Du bist jetzt auch natürlich auch Fußballer. Du hast mit der Grossen vom Wallis zu tun. Ich habe in einer Folge zum Beispiel gesehen, Constantin ist zu euch gekommen. Wie ist das so, wenn man ihm so direkt gegenübersteht? Ja, also im Wallis ist halt der ein Held, gell? Aber so die Grüezen haben die noch nicht so recht geschnallt. Ich glaube, sie verstehen seinen Humor überhaupt nicht. Ja. Das ist eigentlich schon ein witziger Sieg. Also. Ja, und das ist im Wallis vor allem, er ist halt ein Star-Architekt, er hat das Matterhorn-Gebiet. Hat er? Ja. Ja, siehst, das wissen wir bei uns da nicht. Nein. Das ist natürlich gut, wenn mal einer vom Wallis kommt und das sagt. Aha. Wir sind natürlich eher an Sepp Blatter gewöhnt und der hat den Everest gebaut, oder? Ja, aber der. Das ist eher ein komischer Sieg. Also, der hat mir da immer aufs Notel probiert, dort zu liegen. Der Sepp Blatter. Ja, er will auch in der Sitcom mitspielen. Und da haben wir gesagt, ja, Sepp, du bist ja Zürcher. Du machst da nicht mit. Aha. Nein, der ist nicht ein Walliser, oder? Ja. Schon ein Walliser, oder? Glaub, was? Sepp Blatter. Ich kann gar nicht sagen. Aber du bist ja. Du heisst ja Pirminovic China, oder? Ja. Das war ja bei der zweiten Völkerwanderung aus Mazedonien. Leute eingewandert ins Trutmantal. Ist das von deinen Vorfahren, sind das Leute gewesen? Also Trutmantal sehr wahrscheinlich nicht, nein. Nicht. Nein. Also direkt auf Salkesch, wir wissen, wo es der Wein geht. Wir gehen da nicht ganz so lang. Hast du mir noch einen Schluck, bitte? Wirklich gut. Also er ist eigentlich ein Schweizer. Ja, er ist ein Schweizer einfach mit Migro im Hintergrund. Ja. Migrationshintergrund. Du hast ja auch noch, gell, du bist ja, also als Rockstar hast du ja lange nicht können leben, bevor du jetzt natürlich berühmt worden bist. Du hast gerade sonst noch einen Job gehabt. Was hast du, in welcher Branche hast du geschafft? So Logistik, Product Placement beim Bamsalg ist. Aber das ist wirklich nur gerade so, bis meine internationale Rockkarriere durchstartet. Aha. Und Product Placement, was hast du so placed? Ja, allerlei eigentlich. Also ist jetzt eher nicht so ein interessantes Thema. Ah, oh, sorry, aber, sorry, ja, klar. Aber du, Victor, Alter, ich bin anders gerade weg, weil ich kann nicht wissen, dass das hier so professionell ist. Hinten noch Backstage, voll so Catering und ja, Schminke. Ja, natürlich. Also das hättest du doch müssen wissen. Ich meine, du kennst ja ein paar Leute, die bei uns sind. Freisinger, Oskar Freisinger war bei uns. Der ist auch schon da. Ja, der ist auch schon da. Den haben wir übrigens auch in der Sendung, also sorry, in der Sitcom gehabt. Ja. Da tun wir vielleicht die kurze Szene schnell raus. Dass der FC Salgesch jetzt da wieder eine Lizenz hätte, oder? Ja, mich würde das schon interessieren, oder? Ja, das hat mir du, was du gerne wolltest. Ja, so etwas wäre eigentlich nicht schlecht. Ja. Bist du sicher? Thank you.
Kennst du persönlich den Oskar Freisinger? Ja, der war schon so ein Kandidat, der die ganze Zeit auf das Nattel angelegt. Ich glaube, der hat sonst nichts zu tun. Und hat mir angelegt, ob er doch mitspielen konnte. Und er sagte, ideal. Wäre noch nie mit einem Rossschwanz, also komm nur. Ja, ja. Super, also da sind wir auch sehr sozial, oder? Dass die Leute wirklich einbeziehen. Jetzt, du, deine Band heisst ja The Futures, oder? Heisst es Bugs and the Futures oder einfach... Oder also separat? Ja, schon am besten Bugs and the Futures, weil ich bin eigentlich schon der Leader der Band und ich bin auch der, der Chor schreckt. Ja, logisch, klar. Du bist der Sänger, du bist der Frontman, du hast die grössten Tattoos. Wie siehst du die Zukunft der Futures? Ja, wir sind jetzt gerade ab Freitag in iTunes unterwegs. Also wir sind euch schon auf Platz 13 iTunes, mittlerweile. Ja. Ja, nein, wirklich, der Sound verhält euch, weißt du? Ja, das ist Chillwave, gräbster Chillwave-Sound. Und die Leute stehen da drauf, also schön zeitgemäß und so. Ja, ja. Seid ihr befreundet eigentlich, du und der Bugs, oder? Ja, Freunde würde ich nicht sagen, wir sind aufeinander angewiesen, aber... Ja. Da geht es euch eigentlich ähnlich wie uns zwei. Kenne ich gut eigentlich. Aber hey, ich habe einen tollen Groove gefunden, dass ihr da bei uns seid. Bugs und Birmin, also vielen Dank. Und wir wünschen euch weiter heute. Wir sind gespannt auf die weiteren Folgen auf 20 Minuten online. Also, euer Leben rockt auch unser Leben. Vielen Dank, dass ihr zu uns gekommen seid. Das ist der Birmin und der Bugs. Lieber sitzen. Lieber sitzen. Danke. Lieber sitzen. Das sind noch nicht ganz fertig. Super. Hey. Also, wir sind nicht ganz am Schluss, sondern wir haben natürlich noch, wie immer, auch den Ausblick auf die nächste Woche. Morgen am Morgen gibt das Bundesverwaltungsgericht bekannt, wer am Samstag der Sieger vom Finale die grössten Schweizer Talente wird. Ja, und die FDP fragt beim Bundesverwaltungsgericht an, ob sie eine Weiterführung von der Betriebsbewilligung für den Johann Schneider Ammann bekommen könnten. das wär's. Wir sehen uns wieder, wenn ihr dann wollt. In einer Woche natürlich nicht so viel Glamour wie heute, sondern dann wieder ganz normal ab 10 Uhr am nächsten Sonntag. Bis dann, eine schöne Woche und tschüss zusammen. Prost miteinander.